Moin Brothers and Sisters, mein Name ist Davy Sales und herzlich willkommen zu Two Choices. Ich sag's euch, wie es ist, ich bin nicht zufrieden mit dem Outcome das letzte Mal. Wir wurden von Doc an die Mutter verfüttert, unsere Frau wurde umgebracht und wurde auch verfüttert. Ich habe meiner 4-jährigen Tochter Menschenfleisch zum Essen gegeben. Ja, ziemlich schlechtes Outcome, würde ich sagen. Außerdem haben wir die Giraffe noch nicht mutieren sehen. Und das ist Grund genug für... Let's go! Oh, wir starten an dieser Stelle. Wir versuchen, das gute Ende zu bekommen. Gut. Und selbstverständlich werde ich für euch ein bisschen skippen und vorspulen. Ihr wisst ja schon, was hier vor sich geht. Okay, das ist meine Frau. Paul, du bist hier reingegangen. Wer weiß, wie vor langer Zeit. Du gehst nicht ans Telefon. Ich mache mir Sorgen. Lily antworten. Lily, Schatz, tut mir leid. Ich habe dich nicht sofort verstanden. Alles ist in Ordnung. Sie schicken mich auf Probezeit. Aber ich muss sofort anfangen. Du solltest einfach nach Hause gehen. Ich bin morgen früh zurück. Paul, aber ich habe gesehen, wie sie dich eingeschlossen haben. Das ist nicht normal. Ja, das ist nur ein Protokoll hier. Sie haben ja auch das Telefon weggenommen. Und sie zwingen mich, eine Geheimhaltungsvereinbarung zu unterschreiben. Ach übrigens, hier ist eine jede Menge Fleisch. Ich möchte, dass meine Mädchen endlich was Richtiges essen. So, ich glaube, dieses Gespräch war wichtig, damit meine Frau nicht zur Polizei geht. Weil wenn sie das tut, ist es fatal. Dann wird Doc sie umbringen und auch der Mutter verfüttern. Allerdings kann ich jetzt meiner Frau kein Fleisch geben. Weil wir ja schon wissen, dass es Menschenfleisch ist. Von daher fange ich einfach an mit meinem Job. Schätze ich mal. Es wird Zeit für das erste Gehege. Wir müssen auch hier rein in das Labor von CJ. Aber dafür müssen wir erstmal anfangen. So. Was nehmen wir denn mit? Ein bisschen Gemüse für die Giraffen. Wie kriegen das denn, Leute? Ich glaube daran. Diesmal machen wir nichts falsch. Und Kräuter. Kräuter brauchen die Giraffen auch. Nice! Okay, das wird eine gute Schicht, Leute. Ich spür's. Und Leute, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich weiß, ich soll den Baseballschläger weglegen, aber ihr habt ein fettes Problem, wenn ihr nicht liked. Ich werde euch nämlich den Dragon Ball Sparkling Zero total in die Puppe hauen. Ich möchte heute nur das gute Ende erreichen. Mehr will ich gar nicht. Mehr verlange ich gar nicht. Darauf habe ich doch auch Anrecht. Okay, als erstes gehen wir ins Giraffengehege, hundertprozentig. Von daher machen wir das Giraffenessen fertig. Was ist eine Giraffe denn so? 3,5 Kilo Kräuter und 1,5 Kilo Gemüse. Oh mein Gott, okay, das ist viel. 3,5 Kilo, das ist ein bisschen mehr als die Hälfte. Ich glaube, wir haben jetzt hier perfekt abgeschnitten. Oh, fast perfekt, fast perfekt. Wir weichen um 2% ab, was total fein ist. Das nächste ist 1,5 Kilo, das müsste hier sein. Oh nein, das war zu viel, oder? Bisschen zu viel. Wir weichen 9% ab, aber das ist total fein. Das Essen ist gut genug. So, dann können wir jetzt losfahren. Auf zu der Giraffe. Ich hoffe, sie mutiert sich. Oh, das ist irgendwie eine komische Konstellation an Tieren. Giraffe, let's go. Aufgabe misslungen. Was? Lege den Fleischklotz für Lilly in den Kasten für Pakete. Gott sei Dank ist diese Aufgabe misslungen, weil das ist Menschenfleisch. Ich gebe meinem Kind kein Menschenfleisch mehr. Nur dienstags. Herzlich willkommen im Giraffengehege. Wir müssen den Gadgetwagen kurz nach draußen fahren. Perfekt. Perfekt. Hier geht's los. Liegen hier schon Medikamente? Nein. Wir nehmen das Essen und die Kamera gleich in die Hand, weil wir werden einen Speedrun machen. Let's go, let's go. Ich hab's ja drauf. Ich hab's ja inzwischen drauf. Ich hoffe, wir kriegen das neue Ende. Oh, das Telefon klingelt. Ich muss rangehen. Ich muss rangehen. Weil ich habe gehört, man muss an jedes Telefonat rangehen. Nachtwächter Paul Colony. Oh, Gott sei Dank, endlich. Bitte legen Sie nicht auf. Ich versuche den ganzen Tag, meinen Mann zu erreichen. Er ist Wissenschaftler. Clarence J. Summers. Die Leute nennen ihn normalerweise CJ. Entschuldigen Sie, Ma'am. Ich bin alleine hier. Bitte überprüfen Sie das für mich. Er sollte im Labor sein. Hier ist ein Labor? Oh, ich verstehe. Sie sind neu. Sie sind ein Noob. Öffnen Sie einfach den Spind. Das ist alles. Ich werde zurückrufen. Okay, wir gehen an CJ's Sprint, aber auf jeden Fall. Weil es steht hier noch irgendetwas, irgendwas, was wir übersehen haben. Hier ist ein PDA. Peter Cushingham. Dieser Ort ist echt seltsam. Überall ist Dreck und Rost. Es stinkt schrecklich. Ja, es stinkt nach den Leuten, die das Video nicht geliked haben. Ihr stinkt. Wirklich, ihr stinkt wirklich. Aber das ist immer noch besser als die Klinik, in der ich die letzten 6 Monate festgehalten wurde. Das glaube ich dir definitiv. Oh, verdammt, das ist eine gruselige Maske. Jopp, ein paar Medikamente schaden auf gar keinen Fall. Hier ist noch etwas, nehmen wir alles mit und wir gehen zu den Giraffis. Ich hoffe, die sind alle fein. Obwohl, nein, ich hoffe, die sind krank, ehrlich gesagt, weil ich möchte eine Giraffe mutieren sehen. Logischerweise. Das wollen wir alle, nicht nur ich. Okay, wir haben 3 Giraffen, soweit ich weiß. Ist das richtig? Ja, Bew, Poe und Chloe.
Cleo. Cleo, tut mir leid. So, oh. Ihr gierigen Giraffen, ihr kriegt gleich euer Essen. Chillt mal eine Sekunde. Da. Cleo, wie machst du das? Wir müssen sie füttern, damit sie kacken. Damit wir ihre Kacke aufsaugen können und, ja. Das ist mein Job. Ich krieg 100.000 im Jahr dafür. Ist ein guter Job. Außerdem wurde mir gesagt, ich kann die Kamera drehen und ihr habt recht. Das kann ich. Ich habe alle Temperaturen auf einmal. Und alle Temperaturen scheinen fein zu sein. Oh mein Gott, wir sind gut. Wir sind schnell. Was brauchen wir denn noch so? Wir müssen den auf jeden Fall Blut abnehmen. Oh, das tue ich natürlich auch sehr gerne. Die Pistole brauchen wir doch nicht, aber das Kackaufsaugding. Und Blut. So, mal sehen. Hat eine von euch schon gekackelt? Kommt schon. Ein kleiner Haufen. Perfekt. Das freut mich. Aufgabe erfüllt. Okay. Kacke Nummer 1. Ey, Cleo, du hast noch nicht gekackt. Kannst du mal bitte... Oh, guter Junge, guter Junge, guter Junge. Oder Mädel. Ich weiß nicht. Woran bestimmt man das Geschlecht einer Giraffe? Mein Vater ist kein Biologe. Okay, wir haben genug Kacke für heute. Cleo, bleib gerade nicht stehen. Ist noch rot. Da kann ich doch kein Blut abnehmen. Die müssen sich nicht bewegen. Bio, leg dich hin. Leg dich hin, habe ich gesagt. Gut, brave Giraffe. Und jetzt kann ich dir auch eine Spritze in Popo jagen und dein Blut nehmen. Ganz vorsichtig, okay? Perfekt, ich danke dir. Hey, du brauchst jetzt nicht wegzulaufen. Ich habe gesagt, nicht weglaufen. Okay, ich weiß, das sagt man nicht, aber ich hoffe, dass eine von euch krank ist. Ich möchte nämlich, dass eine von euch mutiert. Aber das soll jetzt auch nicht zu früh passieren, weil ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob ich genug Medikamente habe, um eine tödliche Dosis herzustellen. Und die brauchen wir auf jeden Fall. Ich muss euch ja dreimal anschießen. Okay, die Giraffen sind jetzt unterwegs. Das haben wir ja getan. Die Kacke haben wir, das Blut haben wir, die Geräusche. Wir dürfen die Geräusche nicht vergessen. Zookeeper Paul. Macht sein Ding. So, die Spritze zurück. Die Geräusche. Und danach haben wir alles, ne? Ich glaube, danach haben wir alles. Lasst mich einen Geräuschecheck machen. Was stimmt? Wieso bewegt ihr euch so? Alles gut bei euch? Nackenverspannungen sind nicht nice, aber trotzdem kein Grund, sich so komisch zu bewegen. Ich tue es. Geräusche gemessen, ne? Irgendwas stimmt doch mit euch nicht. Hat irgendeine Giraffe von euch vielleicht eine Bissspur? Es sieht nicht so aus. Ihr seid clean. Wo ist denn die letzte? Ach, da hier. Es sieht lustig aus. Aber irgendeine wird von euch nicht okay sein. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber ich habe alles, was ich von euch brauche. Das heißt, wir checken das mal. Oh, Medikamente, die brauche ich. So viele wie gehen. Let's see, let's see, let's see. Ich frage mich halt immer noch, wie ich die Reporterin rette. Ich weiß es nämlich gar nicht. Ich kann sie nämlich auch nicht einfach so da hängen lassen. Aber wie rette ich die Dame? Fragen über Fragen. Egal. Wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass die Kacke ausgewertet wird und das Blut ausgewertet wird. Dann sind wir fein. Rasten wir den Wagen komplett aus. Wo ist denn das Kacke-Einsaugding? Das ist hier. So. Die Kacke kommt mir nicht in den Zug. Das ist ein sauberer Zug. Ein sauberer Zug. Außerdem hätte ich gedacht, dass... Giraffenkacke irgendwie ein bisschen mehr ist, ehrlich gesagt. Blut geben wir ab. So, und jetzt können wir sehen, was mit euch stimmt oder was mit euch nicht stimmt. Und zwar checke ich das direkt am PC. Mit meinem Kacke-Aussauger in der Hand. Den schleppe ich dir einmal durch das ganze Ding durch. Ja, wir haben ein Problem. Bio hat Kacke und Blut und Cleo hat auch Kacke und Blut. Was ist Kacke und Blut? Kacke und Blut ist... Chronische Dickdarmentzündung. Ist eine Entzündung des Dickdarms und des Rektums. Die Bauchschmerzen, Durchfall und rektale Blutung verursachen. Tut mir leid, Rektum. Dickdarmentzündung. Okay, was hilft dagegen? Ich glaube das hier. Probiotische Substanz zur Normalisierung des Magen-Darm-Trakts. Das muss es ja sein. Davon stellen wir zwei her. So. Dann brauchen wir noch die tödliche Injektion. Davon stelle ich im Idealfall vier her. Damit ich eine verfehlen kann. Im schlimmsten Fall. Das haben wir getan. Diesmal bringe ich kein Tier um. Letztes Mal habe ich ja versehentlich die tödliche Injektion auf ein Tier, was ich retten wollte, geschossen. Und deswegen ist es gestorben. Rest in Peace, Zebra. Falls ihr das gesehen habt. Let's see. Wir brauchen die Knarre. Wo ist meine Knarre? Das Veterinärsgerät. Ich kann es immer noch nicht aussprechen. So, ich lade mal noch keine Munition rein. Den Wagen kann ich auch da lassen. Das passt schon. Weil das Gehege wird möglicherweise aufgetreten. Ich wusste es. Ja! Oh Gott!
Die Giraffe ist eine Spinne! Verdammt! Wo ist sie? Wo ist sie? Ich habe ein bisschen Angst, weil ich gerade nicht weiß, wo sie ist. Spinne? Hallo? Wo ist sie denn? Ich habe null Plan. Sie muss irgendwo hier sein. Ich kann sie nicht so lange leben lassen. Wo ist sie? Ich höre sie von oben. Sie ist über mir. Ich kann heute kein Tier sterben lassen. Aufgabe misslungen. Rette Cleo. Ey! Mist! So, oh mein Gott, ist die Giraffe gruselig! Ach du Kacke! Wie soll ich das... Oh! Komm! Das war's. Wir haben sie getötet. Aber wir haben Cleo sterben lassen. Nein! Wann war denn die Giraffe... Ich bin noch eine Runde gelaufen. Wann war die denn hier? Kacke. Ich hoffe, dass wir in unserem guten Ende jetzt nicht im Wege stehen. Auf jeden Fall haben wir das schon mal gesehen. Alter, diese Spinne. Oh mein Gott, ist das Ding ekelhaft. Yo. Oh mein Gott, ich brauche den Parasiten. Verdammt, ich habe ein Tier sterben lassen. Das ist so ätzend. Egal, wir nehmen den Parasiten mit. Doofer Styli. Und doofe Giraffe. Verdammt, deine Zunge ist viel zu lang. Geh zum Arzt. Halsnasen, Ohrenarzt. Obwohl, bei dem Hals bringt er auch keinen Halsnasen, Ohrenarzt. Egal, ich gehe einfach. Tut mir leid, Bro. Tut mir leid. Ich bin gerade ein bisschen sauer und enttäuscht auf mich selber, weil ich hätte verdammt noch mal Cleo retten sollen. Aber ich habe nicht gesehen, dass die Giraffe da war. Ich habe es wirklich nicht gesehen. Parasit, komm mal hier rein. So, den haben wir eingesammelt. Das war das erste Gehege. Relativ ungefiltert, voll nice. Jetzt gehen wir zurück und das Geile daran ist, die Reporterin müsste da hängen. Allerdings weiß ich immer noch nicht, wie ich sie rette. Ich glaube, ich habe eine Axt gesehen im Dings hier. Oh, vielleicht bringt mir die Axt was. Aber sie hängt ja trotzdem über dem Schredder. Vielleicht bringt sie mir nichts. Ich weiß es nicht. Wir haben ein Gehege abgeschlossen. Das Giraffengehege, was wir auf jeden Fall noch sehen wollten. Es gibt noch ein Tier, was bei uns noch nicht mutiert ist, aber die Giraffe soll das gruseligste Tier sein. Das andere lasse ich so eventuell passieren, wenn es passiert. Aber das war jetzt ein Must-Have, das Ding zu sehen. So einfach ist es. Okay. Ich krieg keinen Anruf oder so. Das finde ich ehrlich gesagt komisch. Ich kann mal kurz in den Bio-Waste-Filter reingucken. Da ist noch nichts drin, ne? Hä? Den Trolley holen wir raus, um zum nächsten Tier zu gehen. Wir haben sogar noch ein bisschen was. Ansonsten ist hier noch was in der Postkiste drin. Die kann ich nicht öffnen. Aber wir können zu CJs Spind. Oh, das habe ich fast vergessen. So, CJ, zeig mal her. Ich weiß ja, was du da drin hast. Nichts Interessantes. So, ich habe dein PDA, TPA oder wie auch immer das heißt. Testen experimentelle Medikamente an mutierten Exemplaren. Während der Frustrationsphase wirken sie nicht. Der pathologische Zellheilungsprozess muss abgeschlossen sein. Mit anderen Worten, der Organismus muss vollständig mutieren. Zugang zu experimentellen Medikamenten gibt es in der Veterinärstation. Okay. Jupp, das weiß ich ja alles. Ich danke dir, CJ. Das ist mein Spind. Hier ist nichts Interessantes drin. Hier war doch irgendwo eine Axt. Ja, hier war die Axt. Komm, wir laden was zu essen ein. Ich habe hier noch Fleisch auf jeden Fall. Das kann ich hier mit reintun. Falls wir zu einem Fleischfresser kommen, ich weiß es nicht. Aber Gott sei Dank habe ich das Fleisch nicht meinem Kind gegeben. Das ist doch wenigstens etwas Gutes. Okay, der Trolley wird reingefahren. Das sieht super aus. Der ist jetzt auch oben. In welches Gehege gehen wir als nächstes? Ich werde das ein bisschen skippen für euch. Wisst ihr was? Wir gehen ins Gorilla-Gehege. Sie dürfen nicht in ein anderes Gehege fahren, bevor sie nicht alle Aufgaben im jetzigen erledigt. Was? Warte mal kurz. Was habe ich... Ich habe das eine Tier nicht geheilt, ich Vollidiot. Bin ich auf den Kopf gefallen oder was? Na, holen wir das mal schnell nach. So, wie geht's dir, meine Giraffe? Du bist ja immer noch hier. Da liegst du. Wie geht's dir? Oh, es tut mir so leid. Bio? Das war das falsche Medikament? Ich weiß nicht, welches Medikament ich nehmen soll. Wir probieren es mit Temperalax. Aber das kann es ja auch nicht sein, oder? Erlivex. Es ist auch nicht. Entercure. Es ist auch nicht. Ich pumpe da einfach jedes Medikament rein. Weißt du was? Eine Giraffe ist eh schon tot. In der Hinsicht habe ich total verkackt. Da schadet das... Oh, tut mir leid. Lief nicht so gut. Überprüfe das nächste Gehege. Okay, wir sind fertig mit dem Giraffengehege. Oh, Telefon. Da muss ich rangehen. Da.
Nachtwächter Paul Colony. Es tut mir leid, Ma'am. Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich umzusehen. Was ist mit der Ma'am? Ach nichts, eine Frau rief an und suchte nach jemanden namens CJ. War auf der Suche nach ihrem Mann. Bald wird eine Lieferung von frischem Fleisch eintreffen. Nice! Dieses Gehege hat ein bisschen länger gedauert. Und der Zoo muss sich wahrscheinlich neue Giraffen suchen. Meine Infektion streitet auch ein bisschen voran, was nicht so nice ist. Aber hey, lass uns zurückgehen. Lass uns die Fleischlieferung angucken, die die Reporterin ist. Und endlich nimmt das ein bisschen Fahrt auf. Das mit dem Gehege eben gerade hat schon ein bisschen zu lang gedauert. Also ein Ende, dass wir alle Tiere retten, werden wir auf jeden Fall nicht bekommen. Tut mir leid. Okay, lass mich reinlaufen. Ganz schnell, gib mir die Medikamente. Hey! Oder warte mal. Soll ich erstmal die Fleischlieferung gehen? Es scheint so. Jop. Da kommt die Frau jetzt raus. Die ich nicht schreddern werde. Aber wie befreie ich die dann? Jop. Bereite das Fleisch vor, ist eine Aufgabe. Die scheitert auf jeden Fall auch. Hallo? Hallo, Kacke. Ich meine, Nachtwächter Paul Colony. Keine Angst, Paul, das bin ich wieder. Wie läuft's? Brauchst du irgendwelche Erklärungen? Oh, auf jeden Fall. Ich dachte, du hättest Rindfleisch, oder? Ich weiß nicht, Lamm im Kühlschrank. Und da ist ein langhalsiges Schwein. Verstehst du, Paul? Jeden Tag bereiten sich von der Mutter dutzende Parasiten aus. Sie infiltrieren unsere Tiere und verwandeln sich in, was soll ich sagen, naja, Monster. Und sie haben insbesondere Vorlieben. Sie brauchen Fleisch. Was zur Hölle ist die Mutter? Entspann dich. Die Mutter ist sicher eingesperrt. Ist nicht viel bekannt über sie, also wir forschen sie. Also vergiss es. Du kennst deine Aufgabe, über den Rest musst du dir keine Gedanken machen. Kacke, ich hätte davor gewarnt werden müssen. Ich habe hierfür nichts unterschrieben. Natürlich hast du zugestimmt. Du hast eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben. Ich habe gesehen, was mit denen passiert, die sie brechen. Ich frage mich, ob ich die Frau... Mit der Axt kann ich sie nicht retten, aber wie rette ich sie dann? Wie rette ich sie? Ja, kein Grund zu schreien. Ich will dir doch helfen. Oh, das Telefon. Wieder das Telefon. Aha. Hast du gehört, was ich mit den Giraffen gemacht habe, oder was? Hallo? Nachtwächter Paul Colony? Warum so düster gelaut? Probleme? Was ist alles hier los? Kacke! Ich hätte fast ein lebendes Mädchen in den Schredder geworfen. Zieh den Hebel und das Mädchen wird sich in Glötze verwandeln. Genau wie du es schon zuvor gemacht hast. Mist! Ich habe schon vermutet, dass dieser Ort nicht sauber ist. Aber warum sonst so viel Geld? Ich kann ein paar Leichen zerschreddern. Aber ich werde mich in kein Verbrechen einmischen. What the hell is this? Ja, ich hab den Parasiten drin. Okay, er erzählt uns, dass er uns infiziert hat. Das wissen wir ja schon. So, das können wir skippen. Ich frag mich jetzt immer noch, wie ich die Reporterin retten soll. Weil ehrlich gesagt, ihr Kopf hängt über einem Schredder. Interagieren, aber nicht den Hebel, oder? Das ist... Oh, kann ich hier interagieren? Warte mal. Ja! Was? Das wusste ich nicht! Ich kann dir so helfen! Nice! Also nicht so nice deine Situation, aber trotzdem ist es nice overall. Nackte Frau? Hallo? Kannst du reden? Hallo? Nicht so die gesprächigste Person. Ich merke schon, eben gerade hast du geschrien, aber jetzt kriegst du deinen Mund nicht auf. Blöde Zicke. Okay, dann bleibt mir erstmal nichts weiteres übrig, als zum nächsten Gehege zu gehen, oder? Und das werde ich jetzt für euch skippen. Ihr wisst ja, wie es läuft. Wir gehen zu den Gorillas. Also hier der Schnelldurchlauf. Erstes Schneiden. Gorillas Hallo sagen. Hi. Gorillas füttern. Fotografieren. Ihr habt aber riesen Pöpöchen. Komische Sitzposition. Kacke aufsaugen. Blut holen. Guck mich dabei nicht so doof an. Dexter hat einen komischen Biss, der wird wahrscheinlich ausrasten. Lautstärke messen. So. Madame. Diagnostik. Thor ist krank und hat Blut, Lautstärke und Temperatur. Das heißt, er hat Sepsis. Dafür nehmen wir eine Septicor. Stellen nochmal 3 tödliche Injektionen her. Und eigentlich sind wir ready to go. Das Gehege wird in 0, nix fertig sein. Deswegen tue ich den Wagen schon mal rein. Ganz easy. Das hier kann ich euch jetzt im Vollen und Ganzen zeigen, weil im Endeffekt ist es nur noch, wie das Tier jetzt ausrastet. Ich hoffe, dass ein Tier ausrastet und das Tor geheilt wird. Wir nehmen erstmal die tödliche Injektion. Ich denke, das ist das Schlauste, ne? Ey. Ja, ich weiß. Popo. Tut mir leid, das ging super, super schnell. Du brauchst gar nicht so sauer zu sein.
Wo bist du hin? Der haut ja öfters ab, ne? Dober Gorilla. Mann. Wo ist der Kranke? Da ist Tor. Es tut mir leid. Ich heile Tor kurz. Ich heile Tor kurz, so schnell ich kann. Tor ist heile. Perfekt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann jetzt nicht nachladen. Ich muss laufen. Woher kam der gerade? Der trickst mich aus. Warte mal, er hat noch Leben? Das erste hat ihm keinen Schaden zugefügt. Wie kann das sein? Ich weiß nicht, wo er ist. Ach, er kommt von da oben. Ja. Du musst nicht sauer sein. Wieso wird es so dunkel? Ah doch, warte mal. Jetzt hat er dreimal Schaden bekommen. Das war's. Alles easy. So einfach ist das. So, mein Freund. Eigentlich brauche ich den Parasiten noch, aber ich will dich noch kurz sterben sehen. Da bist du tot. Wieso ist deine Popobacken so? Oh, egal. Egal. So, noch kurz einen Anfall bekommen. Das Gehege ging halt echt, echt schnell. So. Nicht wie das Giraffengehege, wo ich nicht wusste, was für ein Heilmittel man braucht. Ich hoffe, das Giraffengehege hat nichts kaputt gemacht, ehrlich gesagt. Ich hoffe es wirklich. Aber wir können jetzt zurückfahren und wir können jetzt sehen, ob die Reporterin wach geworden ist. Ich hoffe, sie ist wach geworden auf jeden Fall. Der Wagen ist schon drin. Wir können losfahren, ne? Hält mich doch nichts auf. Okay, fahren wir zurück. Sehr nice. Ich tue das Ding nochmal zurück, weil es riecht doch nach Gorilla-Kacke und Giraffenkacke. Was ist denn das nächste Gehege, was wir anpeilen? Können wir hier noch ans Pult reingehen? Nein, können wir nicht während der Fahrt. Okay, dann können wir nur warten. Warten auf den Ladescreen. Und ich hoffe, die Reporterin ist jetzt wach. Oh, wir können sogar sehen, wie wir jetzt Hub reinfahren. Das ging schnell. Das kam gerade echt aus dem Nichts. Aber Hakuna Matata. So, es speichert. Reporterin, bist du... Da hat jemand ein Aggressionsproblem und das bin ich nicht. Sie hat eine Achse, ich weiß nicht. Hallo? Alles gut? Ich weiß, wie man da reinkommt. Die Axt. It's okay. Alles gut, ich werde dich nicht anfassen. Ich bin der Nachtwächter von Zoo. Vom Zoo, Paul Colony. Und du? Sarah Watkins. Sarah Watkins. Investigative Journalistin. Schade, dass ich den Gefallen nicht erwidern kann. Was meinst du? Du weißt wahrscheinlich schon, dass dir etwas infiziert wurde. Weißt du etwas über diesen Parasiten? Aber woher weißt du davon? Sorry, Bruder. Journalisten geben ihre Quellen nicht preis. Ich kann nur sagen, dass du nicht mehr viel Zeit hast. Und jetzt geht es vor allen Dingen darum, diese dumme Tür mit einem biometrischen Schloss zu öffnen, um Beweise zu sammeln. Und diese Idioten zu entlarven. Kannst du mir helfen? Natürlich kann ich dir helfen. Ich weiß nämlich, wie wir das Ding entsperren. Wir brauchen dafür nur die Hand. Und die ist da drinnen. Ich hab CJs Hand. So schnell kann's gehen. Okay, keine Sorge. Ist eine eklige Hand. Und, ja, aber egal. Das passt schon. Kannst du mal ganz kurz zur Seite gehen? Lass mich das mal machen. Ich mach das schon. Ist das ekelhaft? Warte, ist das eine menschliche Hand? Woher hast du sie? Genau da, wo du fast gelandet wärst. Irgendwie kommt es mir so vor, als ob... Naja, egal. Versuch es beim Scanner zu benutzen. Das wollte ich auch tun. Ekelhaft. Funktioniert aber. Cool, schauen wir mal, wo diese Verrückten ihre Experimente durchführen. Oh mein Gott, wir haben jetzt die Geschichte dahinter. Wieso habe ich die Reporterin zweimal zerschreddert? Ich hätte sie viel früher leben lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich reingehen möchte. Ich will einfach nur die Nacht überstehen und zurück zu meiner Familie. Bist du verrückt? In dir steckt ein Parasit, du wirst bald mutieren. Wie dem auch sei, es liegt an dir. Wenn ich diese Tür schließe, lasse ich dich nicht mehr rein. Wieso bist du so eine Zicke? Ich habe dein Leben gerettet. Und außerdem, kannst du mir die Axt geben? Damit fühle ich mich viel sicherer. So, das kennen wir hier schon. Hier waren wir schon mal. Ich will nicht angeben, Sarah, aber hier waren wir schon. Erwartest du irgendwas von mir? Widerliches Gesicht. Ein reiner Wahnsinniger, dem es im Privatleben und Vitamin B mangelt. Das ist Doc, mein Kollege von der Tagesschicht. Für eine Tagestierpflege hat Doc zu viel wissenschaftliche Abschlüsse. Ich wette, er ist hier der Oberboss. Ja, das kann sein. Absolut kann das sein. Kann ich hier in den PC gehen? Das ist übrigens CJ. Deswegen, wir haben seine Hand benutzt. Deswegen erkennen wir auch das Tattoo auf der Hand. Was ihr nicht erkennt, weil ich die Hand wahrscheinlich zensiert habe. Aber sie ist da und das ist die Hand von CJ. So. Oh, mein Handy. Akku für nur einen Anruf. Ruf nicht an. Wenn wir etwas Wichtiges finden, müssen wir die Polizei anrufen. Akku für nur einen Anruf? Was ist denn das? Wir können Lilly anrufen. Und weißt du was? Ich will sehen, was passiert, wenn wir es tun. Das heißt, wir tun es einfach.
Hallo? Paul, bist du das? Du hast doch gesagt, sie haben das Telefon weggenommen. Ja, meine Liebe, ich habe es gefunden, wo sie es versteckt haben. Tut mir leid, dass ich das Fleisch nicht gegeben habe, aber es ist besser. Es stellt sich heraus, als wäre es ungenießbar, nur als Tierfutter. Mein Akku ist gleich alle. Geh schlafen. Ich bin morgen früh wieder zu Hause und erzähl dir alles. Okay, pass auf dich auf. Ich liebe dich. Wunderbar. Computer da, aber ohne Daten. Aber ich habe doch eine Floppy Disk. Disk? Woher hast du sie? Ich habe sie in einem der Spinde gefunden. Na klar. Hier ist das Passwort. Kacke, du bist kein Hacker oder so? Nicht mal annähernd. Kann das Passwort nur erraten, wenn ich weiß, wer es erfunden hat. Kacke, wir sind am Popo. Was ist das? Zeit für einen weiteren Mutanten. Mist, lass uns doch die Bullen rufen. Wenigstens holen sie uns hier raus. Ich denk drüber nach. Okay, gucken wir uns hier nochmal um, obwohl wir kennen das alles. Jetzt wissen wir, wer die Hand gereicht hat. Armer CJ. Kanntest du ihn? Nein, woher? Naja, du hast seinen Namen gesagt, von daher. Und eben gerade stand er da mit einer Axt. Von daher musst du ihn ja kennen, oder? Okay. Nice, dass die Story so weitergeht. Wir kommen auf jeden Fall voran. Und jetzt würde ich mal sagen, überprüfe das nächste Gehege, ist meine Aufgabe. Und was soll ich dann tun? Hinter der Tür ist übrigens die Mutter. Aber hier komme ich halt nicht rein, logischerweise, ne? Hat mir auch jemand von euch in die Kommentare geschrieben und ja, definitiv, hier hinter ist die Mutter. Ich würde da gerne mal rangehen. In welches Gehege gehen wir als nächstes? Ich denke, ich nehme das Elefantengehege. Was für mächtige Tiere. 1 gegen 1. Oh, ihr sollt nicht kämpfen, Mann. Ich brauche dein Blut noch, Raya. Weil irgendein Tier wird ausrasten. Ja, ja, ja. Wo bist du? Mein elefantischer Freund. Da. Oh Gott, was? Zur Hölle? Wie soll ich das Tier retten? Wie soll das möglich sein? Habt ihr gesehen, was mit dem Tier... Nein! Er hat's abgewehrt. Sieht so aus, als wärst du das, oder? Oh ja, das warst du. Jo, Kami ist tot. Mist. Das ist wirklich doof. Oh, Telefon. Was? Wer ist da? Doc Wascher. Nachtwächter Paul Colony. Hey Paul, this is Mrs. Hey Paul, hier ist Mrs. Summers. Haben Sie etwas herausgefunden? Miss Summers. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss, Aber es sieht so aus, als wäre ihrem Mann etwas Schreckliches passiert. Ich habe seine Hand gefunden. Nur seine Hand. Oh Gott! Miss Summers, sind Sie da? Ich verstehe, dass Sie gerade unter Stock stehen, aber bitte rufen Sie die Polizei. Sagen Sie ihnen, dass ich und die Journalistin Sarah da... Sarah Wilkins? Im Ernst? Spielt CJ etwa wieder mit dieser Kuhrung? Nun ist mir alles klar. Diese Pranks funktionieren bei mir nicht. Ich werde ihm die Hand abschneiden, wenn er schon wieder mit dieser Frau ist. Okay, warte mal, dann kennen die sich ja doch, Sarah und CJ. Wenn seine Ehefrau auch diese Linda, diese Reporterin, kennt. Und sie denkt, das Ganze ist jetzt ein Prank und CJ ist immer noch da, hier im Labor. Und er bleibt besser hier, weil wenn er nach Hause kommt, schneidet seine Frau ihm die Hand ab. Oh, CJ, du hast Probleme. Also... Du bist tot. Eigentlich hast du gar keine Probleme mehr. Aber es ist interessant, weil die Journalistin Sarah und CJ kannten sich. Obwohl die Journalistin mir gesagt hat, dass sie sich nicht kennen. Also irgendjemand lügt mich an und ich glaube, es ist die Journalistin. Vielleicht hätte ich sie doch zerschreddern sollen. Mist, ich habe eine Lügnerin befreit. Das kotzt mich an. Hänge ich das mal alles lieber zurück. So, Sarah. Okay, du hast eine Axt in der Hand. Ich mach keine Probleme. Junge, du siehst kacke aus. Du Hexe, warum hast du nicht erwähnt, dass du mit CJ geschlafen hast? Ist er deine Quelle? Woher weißt du das? Nun, irgendwie schon. Ich habe mit ihm geschlafen. Wer sprach mir Informationen über den Parasiten? Stattdessen bekam ich einen Beutel über den Kopf und eine Spritze mit Beruhigungsmittel. Wenn ich dir sage, dass ich die Disk zu seinem Spind gefunden habe, fällt es dir dann leichter, das Passwort zu erraten? Oh verdammt, wieso sagst du es nicht schon eher? Paul, wir müssen uns beeilen. Du bist kurz davor, gelähmt zu werden. Und dann wirst du mutieren, aber wir können das noch retten. Ich werde dir die Giftformel jetzt an dein PDA schicken. Paul, bitte, es ist keine Zeit dafür. Oh, weißt du was? Es ist Zeit dafür. Ich werde dran gehen. Definitiv. Meine Hand geht's nicht mehr gut. Nachtwächter. Idiot, Trottel, was hast du dieser Kuh gesagt, CJs Frau? Ich habe dich gewarnt, dass du alles tun musst, was ich dir sage. Weißt du, was ich jetzt mit dir machen werde? Ich habe alles getan. In mir steckt ein Parasit. Ich werde in einen Mutanten.
So ist das also. Du hast wahrscheinlich bemerkt, dass dich die Tiere nicht angegriffen haben. Das liegt am Parasiten. Nur dank ihm sehen sie dich als einen von ihnen. Kurz gesagt, Paul, du hast viel vermasselt, aber es kann auch gerettet werden. Schick diese Watkins in den Schredder und dann behältst du deinen Job. Wer war das? Der Metzger? Aufgabe, töte die. Nein, ich werde sie nicht töten. Ich werde mit ihr reden. CJ entwickelt eine Giftformel, die bei der Mutter wirken könnte. Sie ist mit allen Parasiten verbunden. Töte sie, tötet sie alle. Okay, wenn wir die Mutter töten, töten wir auch alle Parasiten. Was ist meine Aufgabe jetzt? Bereite das Gift vor. Öffne das Lager von Parasiten. Parasitenblut erhalten. Bereite das Gift vor. Das Gift Sarah geben. Okay. Das Lager von Parasiten, das ist in meinem Zug drin. Ein Moment bitte. Uno Momente, das ist das hier. Das konnte ich bisher noch gar nicht... Oh mein Gott. Wie nice. Finde einen Parasiten und quetsche ihn, um das Gift herzustellen. Ich habe das Gift jetzt hergestellt, aber vergessen, die Aufnahme weiterzumachen. Alles, was ich getan habe, ist so ein Parasiten zerquetscht und das Blut hergestellt. Allerdings stellt sich jetzt raus, wie Sarah gerade sagte, nur Doc hat den richtigen Handabdruck, um das Gehege der Mutter zu öffnen. Und wir müssen das Gift der Mutter injizieren, damit alle Parasiten sterben, auch der in mir. Allerdings muss die Mutter das Gift durch Nahrung aufnehmen. Und wisst ihr was? Mir selbst injizieren. Ich bin sicher, es gibt einen anderen Weg. Lass uns zum Gehege der Mutter gehen. Was ist denn der andere Weg? Was ist denn der Plan jetzt? Paul, du bist kurz davor, gelähmt zu werden. Ich glaube, ich kann mir das Gift nicht selbst spritzen. Du musst es tun. Nein, ich tue was Besseres. Ich werde die Kacke ans Licht bringen. Wir warten auf Doc. Das ist Doc. Schneller, spritz mir das Gift, Sarah. Okay. Hey Paul, was für eine angenehme Überraschung. Normalerweise kippen deine Kollegen an den unvorhersehbarsten Orten um, aber du bist direkt neben der Mutter gelähmt. Erspart mir die Mühe, dich hierher zu schleppen. Ja, Paul, du hast recht, das ist das Ende. Das ist eine unglaubliche Reise. Das Versprechen von Erfolg und Geld, darauf fallen die Leute hinein. Oh, was? Oh Gott! Das ist die Hand der Mutter! Wir haben den Doc verfüttert! Das ist die Mutter! Und sie hat das Gift gefressen, das heißt, die Mutter stirbt jetzt! Und auch der Parasit in mir! Ist das ekelhaft! Okay, mit deinem Fuß? Paul, wie geht's dir? Mir geht's gut. Lass uns hier rausgehen. Können wir jetzt einfach... Das ist der Ausgang! Zumindest hat dieser... in einer Sache nicht gelogen. Ich habe die Nacht überlebt und jetzt habe ich dieses Auto. Stimmt, das war nice. Das war das gute Ende von Two Choices. Wir haben die Mutter besiegt. Paul rettete Sarah und half ihr bei den Untersuchungen. Er rief auch Lily an, was ihre Sicherheit und ihr Wohlbefinden gewährleistet hatte. Sarahs Plan funktionierte. Ihr gelang es, Doc das Gift zu injizieren. Das Gift wurde korrekt zubereitet und die Mutter starb. Pauls Mutation wurde gestoppt und er erhielt seine Sinne zurück. Sarah nahm die Kamera mit allen Videobeweisen und half Paul aus dem Zoo zu entkommen. Paul nahm Docs Sportwagen in Besitz und kehrte zurück zu seiner Familie. Sarahs Artikel machte in den Staaten Schlagzeilen und Pine Valley begann zu blühen und zog neugierige Touristen an. Paul und Sarah stehen immer noch in Kontakt. Okay! In liebevoller Erinnerung an Alexander Dagen, dem Drehbuchautor von Two Choices und unseren lieben Freund. Oh, rest in peace. Es war ein sehr nices Spiel. Wir haben die Mutter besiegt. Das hat jetzt alles lange gedauert. Das war eine längere Aufnahme. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da. Es gibt noch andere Enden. Aber ich weiß nicht. Eventuell lasst es hier einfach auf sich beruhen. Ich danke euch für eure ganzen Tipps. Das mit der Journalistin habe ich einfach nicht gepeilt. Dass die Frau, die wir zu Fleisch verarbeiten, die Journalistin ist? Was? Und dass sie so ein wichtiger Teil der Geschichte ist. Aber diesmal lief halt auch wirklich alles gut. Wir haben unserem Kind und unserer Frau kein Menschenfleisch zum Fraß gegeben. Wir haben die Journalistin befreit. Wir haben das Auto bekommen. Wir haben die Nacht überstanden. Doc ist tot, die Mutter ist tot. Alle Parasiten. Also besser kann es gar nicht sein. Leute, wie gesagt, schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich für meinen Teil beende hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.